ging rucki zucki. Ja, Richard ist fleißig am Füttern. Schießen das Ding auf den Platz und ich hoffe, dass wir euch dann in wenigen Minuten noch den einen oder anderen Fisch präsentieren können. Boom! Wunderschöner alter dunkler Fisch. Ganz, ganz tolles Tier. Next one. Irgendwie fehlen dem doch einige Flossen. Er hat keine Bauchflossen, nur eine Brustflosse. Close up. Herzlich willkommen zurück zu unserem erneuten Video. Diesmal ja ganz neue, ungewohnte Situation. Regibert und Nico zusammen vor der Kamera. Ist jetzt ja schon einige Monate her, dass wir das letzte Mal zusammen angeln waren. In Deutschland sogar noch nie zusammen angeln waren. Gibt immer ein erstes Mal. Das ist jetzt. Ja, wir haben gedacht, wir nehmen euch mit zu einer schönen Sommersession. Waren hier am See und ja. Klassisches Sommergewässer, Kiesgrube. Sind hier angekommen und die Fische haben sich relativ freizügig gezeigt. Also wir haben einen groben Richtungswink schon bekommen. Haben in kurzer Zeit ein paar Fische an der Oberfläche gesehen. Haben dort ein bisschen abgemarkert, haben festgestellt, da ist ein schönes, großes, krautfreies Areal. Dann haben wir uns erstmal ein paar Boilies drauf gestickt. Dann haben erstmal jeder nur eine Rute mit einem Spinner-Rig und einem gelben Poppy draufgestellt. Und ja, es ging recht fix, dass was Zählbares passiert ist. Ja, hat wirklich nur vielleicht 10, 15 Minuten gedauert, lief meine rechte Rute ab. Wie Richard schon gesagt hat, auf dem Spinner-Rig richtig schöner Fisch, richtig dunkler Spiegler. Keine Ahnung, haben sie nicht gewogen, 13, 14 Kilo, irgendwie sowas. Den haben wir noch im Sling, den zeigen wir euch jetzt gleich. Und ja, die letzte Rute war geworfen, lief bei Richard auch die erste schon ab. Kleiner, schöner Spiegler, den haben wir gleich released. Kleiner Döner, den haben wir gleich released. So groß und so schwer wie ein normaler Döner, aber Fisch. Ich würde sagen, wir quatschen gar nicht weiter rum, zeigen euch den Fisch. Und dann angeln wir. Und dann fangen wir noch ein paar richtig geile Fische. Bis später, Jungs. Ciao. Es ging rucki zucki. Die Fische haben sich an der Oberfläche verraten. Schnell eine Handvoll GLM drauf gestickt. Hat zwei Poppys am Spinner-Rig drauf und wir waren richtig schnell im Game. Mega schöner Fisch. Irgendwie fehlen dem doch einige Flossen. Er hat keine Bauchflossen, nur eine Brustflosse. Richtig tolles Ding. So stellt man sich doch so einen urischen Kiesgrubenfisch vor. Richtig schön dunkel, alt, zerranzt. Wahnsinnsding. Den packen wir jetzt fix wieder rein und bringen ein bisschen Futter ins Wasser, fangen an ein bisschen zu spompen. Und dann schauen wir mal, was geht. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Und ja, bei der nächsten Action ist die Kamera wieder an. Schön, Jungs. Bis später. So, was wir jetzt hier machen ist, da wo wir gestern bei unserer Ankunft die Fische haben springen sehen, haben wir einen Marker gestellt, haben die Distanz abgelenkt und haben dort gemeinsam einen Futterplatz angelegt. Den legt man an, zum einen mit der Spomb, genau auf die Distanz, wo wir auch den Marker gestellt haben. Und zusätzlich fütter ich noch mit dem Rohr, Boilies, 20 mm und 25 mm. Das hat den Vorteil, dass wir auf dem Futterplatz ein bisschen mehr Streuung erzeugen, die Fische ein bisschen mehr verteilt sind und sich dort länger beschäftigen müssen und auf Störungen nicht so empfindlich reagieren, wie wenn das Futter wirklich alles super punktuell liegt. Und wir fischen quasi beide unsere jeweils mittlere Rute auf dem Futterplatz und die andere Rute fischen wir links und rechts abseits vom Futterplatz und hoffen, dass wir auf dem Futterplatz die schnellen Aktionen kriegen und die vielen Aktionen und abseits vom Futterplatz vielleicht die Chance haben, einen besseren Fisch abzugreifen. Ja, Richard ist fleißig am Füttern. Die Nacht war wirklich voller Ereignisse. Es hat in einer Tour gebissen. Hatten super viele kleine Satzer, wirklich Fische zwischen 2, 3 und vielleicht 5, 6 Kilo. Legen jetzt nochmal kräftig für die letzten Stunden Futter nach, sticken da schön boilies großflächig, haben nochmal die Rigs neu gemacht und erhoffen uns vielleicht noch den einen oder anderen Biss. Richard hatte in den frühen Morgenstunden noch einen richtig stabilen Fisch, den zeigen wir euch gleich. Und ja, dann schauen wir mal, was wir die letzten Stunden hier noch ausdrehen können. Ja,
Ja, zusätzlich zu dem gestickten Futter, was wir schön großflächig mit dem Rohr verteilt haben, werfen wir noch vereinzelt genau auf dem Spot ein paar Spawns mit ein paar Tigernüssen drin. Es gibt viele Fische, die ja, sind spezialisiert auf eine Futterquelle, fressen viel lieber Nüsse und die anderen fressen lieber Boilies. Wirklich die große Masse ansprechen zu können. Wie gesagt, spawnen wir jetzt noch ganz zielgenau ein paar Spawns auf dem Platz. Beim Spawnen super wichtig, aufgrund der geflochtenen Schnur und den hohen Druck am Finger, immer Fingerstall benutzen. Ich habe jetzt hier den neuen von Korda, funktioniert richtig geil. Und ja, wir quatschen gar nicht lange rum, schießen das Ding auf den Platz und ich hoffe, dass wir euch dann in wenigen Minuten noch den einen oder anderen Fisch präsentieren können. Boom! So Leute, hier ist ein wunderschöner alter Fisch, wunderschöne große Schuppe auf der Seite, hat rechts abseits vom Futter gebissen auf dem 25er GLM, den habe ich noch ein bisschen gekorkt, dass er besser hakt. Wunderschöner alter dunkler Fisch. Ganz, ganz tolles Tier. Futtertaktik geht bis jetzt voll auf. Ja, und ich freue mich, dass ich jetzt auch einen ersten besseren erwischt habe. Geil. Next one, direkt auf dem Futterplatz. Oh! Schauen wir mal, wird keine Maschine sein. Wieder einer von den Futterplatz-Terroristen, aber wir fangen Fisch. Und das ist bei 30 Grad und Badewetter auch schön. Die Frequenz passt. Boah, Meister Lea. Giant Carparino im Drill. Das ist ein Fight auf Leben und Tod. Close up. Fühlt sich auf jeden Fall besser an als der letzte. Top. Kurzes Update. Richard meint, der macht sein Zeug. Der ist stabil. Ich hab gesagt, besser als der Rest. Ich würde sagen, ihr gebt dem Video bis hierher erstmal einen Daumen hoch, kommentiert, wie euch die Show hier gefällt und abonniert den Kanal, weil Richibert, der für gibt... Für weitere Gummernparaden abonniert den Kanal. Der gibt hier alles. Yes! Ich habe es durch die Wasserspiegelung noch gar nicht gesehen, aber es ist ein bisschen größer. Oh, so ein schöner Fisch. Sehr schön. Jawohl. Hier ist er. Wunderschöner, dunkler Kiesgrubenfisch. Bei brutaler Hitze mitten am Tag. Wunderschöner Fisch. Sind wir sehr, sehr, sehr zufrieden mit. Kam direkt auf den Futterplatz. Ist der erste etwas bessere auf dem Futterplatz. Nach unzähligen kleinen Terroristen. Wunderschöner Fisch. Lassen wir wieder schwimmen. Gerade die Köder umgestellt, hab hier einen Schneemann drauf geschraubt mit einem Hedge-Poppy. Und ja, wir haben schon gesehen, dass die Fische von links wieder auf den Platz ziehen. Das hat gar nicht lange gedauert, da ist schon die nächste Route abgelaufen. Richard hatte jetzt auf eine aufgekorkte Tigernuss richtig viel Action, ein Fisch nach dem anderen. Aber blöderweise haben wir alle Tigernüsse in unserem Futterwahn in den Teich gekehrt. Drei Nüsse haben wir noch, mal sehen, ob wir da noch einen stabilen rausdrehen auf so eine gekorkte Nuss. Und ja, ich glaube, das ist wieder ein richtig kleiner Fisch. Mal schauen, ich sag, wir melden uns. Wenn das Ding im Kescher ist. Peace out. So Männer, ist der Brocken. Köderwechsel hat sich richtig ausgezahlt. Da ist der Gigant. So, ich habe gerade noch einen verhaftet. Hab den hier kurz im Kescher abgeparkt. Das war der letzte auf dem auffälligen Köder direkt auf dem Platz. Und bevor es dann in die Nacht geht, werden wir nochmal umstellen auf große Sinker, unauffällig. In der Hoffnung, dass wir noch einen von den besseren abgreifen. Aber erstmal zeigen wir euch noch den kleinen Schmalhans. So, hier ist er.
schöner Fisch. Ganz, ganz schmal, fast wie ein Flussfisch. Ja, ihr habt ihn gesehen. Schönes Tier, makellos. Wir lassen ihn gleich schwimmen jetzt. Wie kleiner Aal. Hier hinten übelst viele Perlschuppen auf dem Schaft. Dicker, schöner Fisch, guck mal. Mhm. Lovely. Ja, wer kennt sie nicht, die Perlschuppen auf dem Schwanzschaft? Alle kennen sie. Alle kennen sie. Ja, ich habe die Nacht nicht geangelt. Richard hatte gestern Abend richtig viel Action auf seinen Routen. Und ja, tagsüber auch super viele Fische gefangen. Deswegen habe ich gedacht, komm los, lass die Routen draußen. Habe heute Morgen um 8 die Routen neu geworfen. Beide auf einen 25er einzelnen Sinker. Und jetzt ist die erste Route abgelaufen. 2 Stunden gedauert. Fisch macht gut Druck. Ihr habt es gesehen, wie schon erwähnt, ich hatte die Nacht lang nicht geangelt. Ich habe ein bisschen ausgeruht, weil wir heute noch mal moven wollen, noch an einen anderen See wollen. Und ja, habe mir einen Wecker gestellt, auf früh um 8, die Ruten fix neu geworfen. Jeweils 2 25 mm GLM Sinker. Und es hat nicht lange gedauert, also wirklich 1,5-2 Stunden lief die Rute ab. Habt mich im Drill gesehen, der Fisch sieht wirklich richtig geil aus. Ich glaube hier einer aus dem Altbestand, richtig schönes, nussbraunes Gerät. Er ist richtig aggro. Ich hoffe, wir sehen den ganz kurz auf der Kamera, bevor er sich verpisst. Deswegen haben wir den jetzt hier auch gleich im Wasser. Wie gesagt, es ist jetzt wirklich alles möglich, das Ding ist super aggro. Ich versuche nur euch zu zeigen. Hat überhaupt keinen Bock auf uns. Richtig schöner, alter, langer Krieger. Ja, mein Fisch gerade zurückgesetzt. Haben angefangen oben im Camp die Taschen zusammenzurollen, weil wir moven wollen. Und ja, lief nochmal eine von Richards Routen ab. Schauen wir mal, was da dran hängt. Vielleicht endlich ein richtig stabiler Fisch. Wir hatten heute Nacht, wie gesagt, gerade noch einen. Und ich habe noch einen versemmelt. Muss man ehrlich sein, die Fische haben unfassbar zerfickte Mäuler. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Kehrseite, die Schattenseite unseres Hobbys. Gerade wenn viele am See sind, die nicht wissen, was sie tun. Ja, leiden die Fische darunter. Ja, die Mäuler sind komplett hinüber hier an dem See. Dadurch hat man doch den ein oder anderen Aussteiger mehr. Und es ist wirklich erstaunlich, also selbst an kommerziellen Gewässern, wo eine unfassbare Traffic auf dem Wasser ist, habe ich sowas noch nie erlebt wie hier. Also die Fische sehen wirklich katastrophal aus um die Mäuler. Deswegen haben wir uns auch dazu entschieden, jetzt hier die Segel zu streichen, noch einen anderen See zu besuchen, weil ja, sowas wollen wir einfach nicht unterstützen. Und genau, ich würde sagen, wir gehen zu Richard, schauen mal, was der am Band hat. Dann rödeln wir alles zusammen und dann geht's ins Auto. Haben ungefähr 2,5 Stunden Fahrt vor uns, wechseln die Bundesländer. Es geht an ein richtiges Szenegewässer. Ja, schauen wir mal, ob da was geht. Jungs, jetzt geht's zu Richard. Männer, ich übersetze das mal. Dieser höchst angespannte Gesichtsausdruck in Richard Lee, seinem süßen Face, bedeutet, da ist ein Dickie am Band. Schauen wir mal. Stay tuned. Das Tackle ist im Auto verstaut. Wir sind fertig hier an dem See. Die Session lief relativ zäh, muss man sagen. Am Anfang kam auch relativ viel Futter, doch einige Bisse. Das waren ja, fast durch die Bank weg nur Sportbootfahrer. Wir hatten richtig viele Fische, vielleicht 30, 35 Fische. Und aber die Vielzahl wirklich sehr, sehr klein. Wir haben dann in der letzten Nacht, vor der letzten Nacht nochmal die Taktik ein bisschen umgestellt. Haben 25er einzelne Sinker präsentiert mit dem langen Haar. Das hat auch funktioniert. Hatten dann nochmal ein paar stabilere Fische. Den einen von mir habt ihr gesehen. Dann habe ich einen versemmelt. Ich habe es euch vorhin schon gesagt. Die Mäuler hier an dem See sind wirklich extrem zerfickt, sag ich mal. Ja. Also
ganz, ganz schlimm. Deswegen haben wir auch gesagt, Mensch, hier angeln wir nicht weiter, wir fahren woanders hin. Und ja, die letzte Sequenz, die ihr gesehen habt, ja, vor dem Abspann hier war Richard im Drill. Und ich glaube, das erzählt er euch am besten selber. Der letzte Fisch im Drill, der Zusammenpackfisch, auf den ich ja immer bete, spiegelt eigentlich die Session wieder. Die ganzen kleinen Fische, die wir gehakt haben, haben wir gut gehakt. Sind, denke ich, noch nicht lange im See gewesen. Und sobald wir größere Fische gehakt haben, wo man davon ausgehen kann, dass die schon länger im Gewässer verweilen, waren die Mäuler so zerstört, dass es, denke ich, auch einfach schwer ist, so einen Fisch noch ordentlich zu haken. Wir haben einige gelandet, aber die drei wirklich, die wir wirklich gerne rausgekriegt hätten, haben wir alle geschlitzt. Den auch. Ja, kenne ich so sonst nur aus extrem verholzten Gewässern, wo die Leute im Holz angeln, die Fische nicht rausbekommen, habe ich so in der Kiesgrube noch nie gesehen, dass Fische so zerschunden sind. Also das wird, denke ich, unser erster und letzter Besuch hier gewesen sein. Das brauche ich nicht nochmal. Ja, aber an sich muss man trotzdem sagen, mal abgesehen von der Frustration mit den verlorenen guten Fischen und dem Zustand von besseren Fischen, hat man schöne Frequenz, schönes Hochsommerangeln mit Badehose. Wir haben das Beste draus gemacht. Ganz genau, Jungs. Für uns geht es jetzt weiter, wie schon angesprochen, an den nächsten See. Dann nehmen wir die Kamera natürlich noch mit. Wir haben noch mal 3-4 Tage Zeit. Ich würde sagen, ja, ihr gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, schreibt uns in die Kommentare, wie euch das Format hier gefallen hat. Und ja, wie gesagt, wir machen jetzt hier Zappo. Heckklappe vom Auto geht zu und wir sind auf der Straße. Jungs, bis später. So. Ich wollte euch gerade einen sehr hübschen Kleinen zeigen, aber der hat sich gerade verabschiedet. Top.